Hast du? So, ich habe heute, ich muss eigentlich erst pissen. Und gefrühstückt habe ich noch gar nichts. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute habe ich den Matthias dabei, der ein bisschen was über sein Motorrad erzählen will, soll. Aber ich finde so die Vorgeschichte immer viel wichtiger. Warum baust du dir einen Boxer auf? Weil das einfach ein absolut geiler Motor ist. Das macht super Spaß zu fahren. Also, aber woher weißt du das? Genau. Ich bin auf XT500 groß geworden mit 500 Kubik, mit einem Zylinder. Ja. Und dann war mir das irgendwann zu wenig Dampf. Und dann habe ich mal eine R90S vom Kumpel kaufen können. Auch dann total umgebaut. Das Ding irgendwie echt nackig gemacht und alles. Und bin damit Probe gefahren mit der Karre von Sven und dann habe gedacht, Alter, wie geil, 1000 Kubik, genau so die gleiche Performance wie dieser XT500 Motor sozusagen, aber einfach mehr Dampf. Geiler, und nicht, geiler geht's und nicht aus Japan, ne? Und nicht aus Japan, genau. Ne? Und einfach Butter und Brot Moped, kannst überall reparieren, kannst wirklich am Arsch der Heide kriegst du Teile für den Motor, kannst du, das ist ja wirklich einfach. Einfachste Technik und läuft. Ne? Ja, und du hattest auch mal eine HPN, oder? Und ich hatte auch mal eine HPN BMW, genau, die habe ich dann irgendwann schweren Herzens verkaufen müssen. Ich war jung und brauchte Geld ein bisschen. Und und habe seitdem eigentlich immer schlecht geschlafen. Irgendwie fehlte irgendwas. Und dann, dann bin ich irgendwann, habe ich tatsächlich versucht, die Seibersdorfer zu erreichen. Es hat nie geklappt. Und dann so bin ich dann auf dich gestoßen mit dem Umbau hier. Ich möchte jetzt einbringen, mit dem Örtlichen wäre das nicht passiert, ne? Ne, das stimmt. Nee, genau. Ja, nee. Oder gelbe Seiten halt, ne? Ja, genau. Ja, nee, aber die waren ja auch nicht über das Örtliche und gelbe Seiten sind ja nicht zu erreichen, die Typen. Echt nicht? Nee, kein schlanken ich weiß es nicht, was da los ist. Aber gut, okay. Ich bin auch ganz ehrlich froh, dass wir das hier so zusammen machen, Manuel. Ehrlich. Was ist so der Unterschied für dich jetzt zwischen Auswahl mit HPN? Hast das, du damals das Motorrad? Ich hab das Gefühl hier, insgesamt ist es ein bisschen bei dir hier zeitgemäßer. Es ist zwar lebendiger irgendwie alles, sag ich mal so. Ja, so, aber authentischer einfach irgendwie. Ne? Dieses HPN, das ist so die geleckte Kachelwerkstatt da, das ist nicht meine Abteilung. Ich finde das bei dir super. Passt schon, wirklich. Richtig gut. Finde ich geil. Echt richtig. Ihr macht tolle Arbeit. Ich finde es super. Heute noch mal eben schnell nebenbei scheißen Dreck hier einen Auspuffhalter ranschweißen, da den Ständer verlängern und so. Das geht ja auch mal eben so dann. Ne? Das finde ich irgendwie echt gut. Ne? Und dann stehen da drei Typen vor der Bude, machen mal eben schnell TÜV und so. Ey, gut. Einfach top. Was hast du vor damit? Enduro fahren. Eigentlich nur Enduro. Das ist echt eine Motorrad geworden zum Enduro-Fahren. Bosnien Rally werde ich dieses Jahr damit fahren. Nach Polen werden wir fahren. Ist geplant. Ich werde wahrscheinlich mit dem Motorrad auch irgendwann wieder Marokko, also Afrika machen oder so, denke ich mal. Und also ist eigentlich nicht wirklich für die Straße gemacht. Ja, verstehe ich voll. Also mir geht es ja auch nicht anders da. Und wenn man in Italien mal Verbindungsabbau zur Tankstelle oder zum Essen macht. Aber das kannst du mit dem einmal auch machen, genau. ohne dass so, ja. Ne, das ist so ein richtiger Sitz hier. Gar nicht so ein scheiß Brötchen, wo dir so eine Eierfeile irgendwie nur Schmerzen bereitet und so. Ne? Also das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Ich muss jetzt mal so klein zwischen Einwurf. Der Aaron, der macht die Untertitel. Aaron, du musst dann versuchen, das auch ein bisschen so Eierfeile und Brötchen, wenn du mit reinbringst, vielleicht versuchst du es bisschen einzudeutschen. Sonst wird das auf Englisch übersetzt. Ach so. Oh ja. Eierfeile, Brötchen. Ich denke da jetzt gerade an Asterix und Obelix, wo da die komischen Zeichen immer waren. Ja. Ne? So, das wird man halt Hashtag sagt, ja. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Totenkopf. Ne? Ja, so, die Abteilung da, genau. Die Abteilung war das. Wenn sie die Piraten treffen. Nee, also ich finde auch, dass das Motorrad toll geworden ist. Die Ausgangsbasis war hier eine R80R. Das sieht man hier noch. Genau, an dem Rahmen. Ich finde, dass diese Rahmen immer am geschontesten sind. Ich habe noch keinen gesehen, der mit so einer R80R durch ein Gelände fährt. Ne? Ja, genau. Und dann merkt man das auch auf der Lehre, dass die Rahmen immer schön gerade noch sind. Sie sind relativ stabil. Wir machen hier die Verstärkung mit rein, also doppelt gemoppelt hält besser. Ne? Das ist ja Monster, der Punkt ist ja monstermäßig. Ne? Aber der muss auch richtig viel aushalten. Ja, ja, wir haben da ein schönes Video, das könnte man fast mit reinblenden, wenn du das kriegst vom Bernie, wie er so richtig auf dem Hinterrad landet. Also hier, da glaubst du, der Rahmen bricht jetzt. Ne? Einfach so, puff. Okay.
Mir ist bei der HPN-Schwinge habe ich mir ja mal den Zapfen abgebrochen. Ne? Ja. Ja, ja. In Polen auch. Hm. Ne? So sind wir auch richtig hart Enduro gefahren und plötzlich macht das Knack, Alter. Dann habe ich mir hier eine Astgabel reingebaut, damit ich auch noch weiterfahren konnte. Starrrahmen sozusagen. Hm. Ne? Aber ist mir das hier auch hinten echt rausgebrochen. Ne? Die also Belastung ist auch riesig die, da drauf. Ja, ne? Die Schläge da drin sind mega mies. Ich kenne das eigentlich immer von den Schwingen, dass sie hier raufreißen. Okay, das habe ich auch noch nicht. Ja, da habe ich 7 oder 8 Schwingen kaputt gemacht und deswegen haben wir unsere Eigenproduktion gemacht. Hm. Vorne, hinten, also 21, 18 Zoll ist zeitgemäß. Wir können einen recht breiten Hinterreifen montieren, das siehst ist du da? 140er, da ja. Wird noch mehr reingehen. Eigentlich. Und das ist eigentlich cool, aber diesen Spannreifen vom Joachim, den bringen wir da immer noch nicht rein. Okay. Weil der halt so hoch ist. Ne? Ja, okay. Also ich weiß nicht, wie er die Dimensionen ja, festlegt. Also wie gesagt, ich sag mal hier, der Stone King, der ist noch insgesamt ein bisschen breiter, so der 140er breit. Aber der wird da ja auch noch reingehen. Der geht da das ja. Ist top, also Platz ist jetzt genügend da. Genau. Und vorne genauso, das passt. Ne? Tankaufnahme haben wir wieder angebracht, falls er doch mal eine längere Reise vorhat, weil mit 60 ist das Leben ja noch nicht rum. Ne? Es kann ja sein, dass er noch mal richtig geil was vorhat. Ne? Ja. Wüste? Ja, aber wobei ich habe mir schon mal einen großen Tank geliehen, das fuhr eigentlich ganz gut tatsächlich. Ja, also musst halt schauen, wie viel Sprit du rein tust. Ne? Ich meine, du hast dann ständig 40 Liter rein. Ne? Nee, aber sie lief gut, tatsächlich so vollgetankt, das ging mit dem Gabelumbau auch irgendwie echt geil. Also, die ist super damals. Und die Kunststofftanks, die halten richtig was aus. Da ja, Dallen, die gehen kaputt, ne? Ja, da muss man immer vorsichtig. Aber es ist eine Enduro. Sieht zwar jetzt schön aus, klar, die ne, the First Cut ist die deepest immer, ne, wenn die erste Beule erstmal irgendwo drin ist. Ist natürlich ärgerlich, aber... dafür ist es gebaut. Dafür ist es irgendwo gebaut, ne? So, ja, ich könnte jetzt schon wieder den Pinsel schwingen und könnte mein ganzes Gespann anmalen, ne? Ja, aber gut, ich fahre sie ja nicht, um sie kaputt zu machen. Also eigentlich nicht. Ne? Zum Spaß haben und man fährt vorsichtig und so. Man macht es halt mit Absicht kaputt. Ja, genau. Es passiert eben halt mal. Ne? Ist so. Ne? Dann gehen wir jetzt von vorne nach hinten durch, Johannes. Also gehen wir ans Vorderrad. Wir haben hier die 26er Steckachs, Hahnwheels, Vorderrad, 21 Zoll, 1,6 groß. Die 48er Gabel, das ist hier die 4CS, also Closed Cartridge System, das ist halt eigentlich eine Motocross-Gabel. Und in dem Fall ganz gut, weil du hast ein geschlossenes System. Wenn die jetzt ausläuft, außen hast du immer noch den Dämpfer. Unsere Gabelbrücken von SWT, die Rahmenverstärkung, den Motor, den hat der Kollege oder Kutech gemacht? Oder wie war das? Der Kallenbach. Der Kallenbach, der Rudi, einen schönen Gruß an Rudi. Ich schicke ihm das Video. Doch, ich finde einen duften Typ echt. Auch, der macht auch die geilen Hecks. Aber der Motor ist einfach geil. Ne? Ich finde, also bei dem Moped, der Motor, der ist doch toll. Das sind 1000 Kubik, die kleinen Vergaser. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Aber jeder Motorenbauer sagt, das ist zu wenig Leistung. Aber wir wollen ja da gar nicht hin. Hinten haben wir die modifizierte 18 Zoll Schwinge von uns, die wird in dem Bereich umgeschweißt, mit einem Hyperbro-Dämpfer. Scheibenbremse natürlich. Hahnwheels Hinterrad mit unserer eigenen Radnarbe. Das Getriebe hat er überholen lassen, es lässt sich super schalten. Das ist ja unser Standardsystem eigentlich, dieses Rolling Chassis. Und hier möchte ich nochmal ansprechen, hier ist die dicke Batterie drin, die Hawker. Und deshalb haben wir auch die, hier ist die dicke Odysse oder Hawker, ne? Ist immer das gleiche eigentlich für mich. Und hier ist die Batterie, der Batteriekasten extra verstärkt, weil die sonst irgendwann mal aufliegt. Die ist so schwer, die Batterie. Aber dass die Leute es auch wissen, wir haben wirklich den stärksten Batteriekasten, den es gibt. Den haben wir überall verstärkt, nur wegen diesen dicken Batterien, weil die sonst immer so durchkommen wollen. Ja, ja, okay. Ja, überall sind Schweißbleche, wenn ich reinkomme, Verstärkungen da unten, so Knotenstückchen. Das ist Sauarbeit, den zu biegen, deswegen kostet er immer so Schweinegeld. Ich habe jetzt die neue Rechnung für die neuen Rohlinge gekriegt. Da kriegst du 10 Euro mehr als letztes Jahr pro Stück. Ja, aber es kostet halt Geld, wenn du was Gescheites machst. Das musst du dir noch überlegen mit dem Motorschutz. Ja, weil ich finde ihn zu groß fürs Gelände. Ich weiß, aber ich finde ihn fürs richtige Gelände zu groß. Ja. Weil er immer voll ist. Ne? Ja. Irgendwann mal jetzt nach, vielleicht für der Bosnien Rallye, die Ölwanne. Ich hatte vorher auch einen kleinen drunter, oder? Unter der HPN hatte ich nur den Original, den kleinen Schutz. Ja, die Ölwanne vielleicht mit dem Unterfahrschutz. Überleg dir das einfach mal, weil das ist immer, eigentlich schleppst du da den ganzen Dreck mit. Aber das ist eine Erfahrung. Und das langt ja alles, das ist TÜV-konform. Ne? Ja. Mehr braucht man den kleinsten Dacho, den es gibt am besten und fertig. Ne? Hinten Spritzschutz, das fliegt wahrscheinlich wieder runter, oder? Wir hatten heute TÜV, ne? Das muss man einfach dazu sagen. Deswegen sind da so viele Katzenaugen und Zeug dran. Ne? Weil eigentlich sieht es
steht, wenn das Nummernschild passt, genau zwischen, dann könntest du es sogar lassen. Machen wir die andere Seite mal. Also hier haben wir noch eine Scheibenbremse im Bau und auf der anderen Seite sind wir wieder mit dem R100R oder R80R Schalldämpfer. Das ist einfach die billigste Version, dem Ding einen Auspuff zu geben. Ne? Original gebogene Krümmer, Hattech, Y-Rohr oder BSM oder wen auch immer. Ne? Und da die geschellte Version. Funktioniert, tut seinen Zweck. Ne? Ja. Ja, passt voll. Lang und ist leicht. Ist leicht, das Ding einfach auch. Ne? Aber erst wenn es geschält ist, ne? Da schälst du so viel Scheiße runter. Ne? Da haben wir uns noch über Blech unterhalten. Das ist noch so eine Hausaufgabe, bevor er die Tour macht. Ne? Und cool ist dann auf der Bosnien-Rallye, wenn man das dann wieder mit einblenden kann, das Moped. Ne? Ich schmeiße mal an und fahre eine Runde, oder? Ja, man sieht, es macht Spaß. Ne? Schönes Motorrad, funktioniert. Ich habe jetzt schon mehr getestet als der Norbert Bauer damals bei einer Enduro. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, Facebook und wo auch sonst. Macht die Glocke an, kauft euch so ein Motorrad und habt Spaß. Ich danke dir, Matthias. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo auf der Strecke. Bis bald. Euer Manuel Schad von SWS Fahrt. Das ist so geil. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWS Sports. Ich bin in den Kopf, Digga.